Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geschätzter Herr Bundesminister, liebe Kollegen und Kolleginnen. Also wie man da dagegen stimmen kann, das muss man mir erst einmal erklären, weil es geht hier eigentlich um den Kohäsionsfonds und um Mittel des Kohäsionsfonds. Und das sind eigentlich die ganz entscheidenden Gelder, die wir in Europa haben. Und zwar bei diesem Kohäsionsfonds hier in Österreich 1,8 Milliarden Euro. Ich meine, das ist nicht wenig. Und da geht es um soziale und wirtschaftlichen Ausgleich zwischen den Regionen und Gebieten und dass wir da nicht zu Armutsebenen kommen. Und Herr Kollege Bernard, schauen Sie sich mal die Quellen an, von denen man das gespeist wurde. Das sind zum einen für die ländliche Entwicklung die EFRE-Mittel, das sind 600 Millionen. Zum anderen Just-in-Transition-Fonds, genau darum geht es, um klimaneutrale und ressourceneffiziente Tätigkeiten, alternative Beschäftigungsformen. All das ist sehr wichtig und deshalb sind hier eine ganze Reihe von Projekten, die natürlich auf die Transformation unserer Umwelt reagieren. Und es ist eine kluge Entscheidung des Bundesministeriums, hier mit der Stadt Wien eine 15a-Vereinbarung zu machen. Denn sie hat die Möglichkeiten und sie tut es bereits. Und die EMMA 27 führt eine ganze Reihe von Interreg-Projekten durch, nämlich mit der Tschechoslowakei, mit der Slowakei und mit Ungarn. Und da geht es wiederum darum, dass wir früher waren ja die alten historischen Staatsgrenzen und je näher man einer Staatsgrenze gekommen ist, umso mehr ist eine Sackgasse der Entwicklung entstanden oder Niemandsland. Und die Europäische Union denkt hier um und sagt, wir müssen das beleben, wir müssen diesen Grenzraum nicht mehr zu einem Grenzraum machen, sondern wir müssen gestalten. Aber eine kleine Anmerkung, Herr Bundesminister, Sie haben mir vorhin alle gelobt, ja, aber Sie müssen schon sagen, regionalpolitisch haben wir uns massiv bei der Europäischen Union zu bedanken, weil sie hat diese Akzente gesetzt. Sie hat die Akzente gesetzt, an dem das Burgenland erblüht ist, an dem andere Regionen, dort, wo der Herr Kollege Tiffnig wohnt, die Interreg mit Bayern, mit in Vorarlberg, mit Vaduz und Liechtenstein, weil ja die Interreg, bitte? Ja, natürlich, die müssen sie umsetzen, aber warum brauchen wir die 15a-Vereinbarung? Es gibt einen Rahmenvertrag und dazu, und jetzt muss irgendjemand die Kontrolle und die Durchführung und die Qualitätssicherung. Und es gibt keine gemeinsame Institution vom Bund und den Ländern. Das ist in unserer Rechtsordnung nicht vorgesehen. Und deshalb hat das Bundesministerium sehr klug gesagt, da gibt es die MA 27, Magistratsabteilung 27 der Stadt Wien und die sind fix. Das kostet uns wenig, die können das und die beweisen das immer mehr. Kollege Schreider, das ist Stadtrat Handke Ressort, weil du mich so intensiv anschaust. Aber okay, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir mal anschauen, Interreg Österreich mit Tschechien, dass man mal sieht, was das alles umfasst. Da ist einerseits die Forschung und Entwicklung, andererseits Klima und Umwelt, drittens Bildung, Kultur und Tourismus und viertens die grenzübergreifende Governance. Und mit der Slowakei und intelligentes Grenzregion, grüne Grenzregion im Klimawandel, und soziale Grenzregion.
und eine besser verankerte Grenzregion. Das sind Dinge, die hier die MA 27 federführend umsetzt, und deshalb ist es richtig. Aber wenn wir schon bei so einem interessanten Thema sind wie ländliche Entwicklung, das ist halt immer, und meine Kollegin Grossmann hat ja schon darauf hingewiesen, dass wir immer und immer wieder in den letzten Jahren versucht haben, mit der ÖVP und die beiden bäuerlichen Schlitzohre, Tiffnig und Frera, haben ja das heute richtig dargestellt, wie das geht. Gestern waren wir, ja, das ist kein Ordnungshof, lieber Freund, das ist eine liebenswürdige Bezeichnung. Ja? Und wenn du dich selbst beobachtet, weißt du auch, dass das eine Liebenswürdigkeit ist, die dich auszeichnet. Aber das Wort davor war das Bäuerliche. Und jetzt kommt's. Das ständige Missverständnis der ÖVP-Politik, dass ländliche Entwicklung bäuerliche Förderung ist. Das ist es genau nicht. Fragt euch einmal, warum die Frauen zunehmend die Dörfer verlassen. Und wenn die Frauen die Dörfer verlassen, stirbt das Dorf. Das heißt, ländliche Entwicklung bedeutet, einen viel größeren Anreiz für das Leben am Land zu machen. Bildung, Kinderbetreuung, wenn ich die anschaue, sage die Goldhaubenromantik, ja, das ist für eine moderne Frau nichts. Ja. Und nur am Rande zu stehen und zu applaudieren, wenn die Männer aktiv in den Vereinen von Feuerwehr und anderem tätig sind, das ist zu wenig. Frauen wollen andere Ansprüche. Und deshalb lieber Silvester Gfrerer. Ländliche Entwicklung ist nicht Bauernförderung und Bäuerinnenförderung. Zweitens, ländliche Entwicklung ist eine Umfassentwicklung, dass Bibliotheken vorhanden sind, dass Ausbildungsstätten vorhanden sind. Das ist ländliche Entwicklung, und das macht dann auch das Land interessant, dass Frauen sagen, ich bleibe da und ich gestalte das Land mit und ich kann mich auch selbst verwirklichen jenseits dessen. Und das, lieber Herr Minister, wir kennen uns zu kurz, aber das ist etwas, was zum Beispiel Ihr Vorgänger Franz Fischler auch verstanden hat. Und Ansätze, bitte? Ein Schlitzohr spricht mit mir, also um was geht's noch einmal? Nein, aber bitte, ländliche Entwicklung ist die Gesamtheit, das heißt Arbeitsplätze, alternative Ausbildung, Kinderbetreuung, all diese Dinge. Da muss man nicht in manchen Regionen verzweifelt nach Frauen suchen, weil es keine gibt. Wir haben in Kärntner Tal, da ist seit 17 Jahren keine Eheschließung mehr gewesen. Und das sind dramatische Entwicklungen. Und dann möchte ich noch etwas. Diese bäuerliche Förderung, um die es hier geht, ist genau noch das Ungleiche, wie die Frau Grossmann auch gesagt hat, dass es extrem ungleich und unausgewogen ist. Die Großen kriegen viel und die Kleinen zum Überleben zu wenig. Aber etwas Positives von der Frauenseite gibt es noch. Immer mehr Frauen werden Betriebsführerinnen bäuerlicher Betriebe, und das sollte ganz stark gefördert werden. Dankeschön. Stefan Schenach war das. Er verstehe nicht, dass man der 15a-Vereinbarung nicht zustimmen könne. Es gehe um Mittel des Kohäsionsfonds. Das seien entscheidende Gelder, die wir in der EU hätten. Es gehe um einen sozialen Ausgleich. Wien ist ja seit 2003 Standort eines von insgesamt 4 Interact-Büros in der EU. Das Interact-Office Vienna unterstützt grenzübergreifende EU-Förderprogramme bei Wissensaustausch und gegenseitigem Lernen in der Programmverwaltung.